Ich weiß noch genau, wie es damals war. Ich war 20 Jahre alt, habe damals in Dresden studiert und wir haben uns mit meiner Frau genau an dem Tag verlobt. Deswegen ist das in der Familiengeschichte immer genau hinterlegt. Ich kann das Datum nie vergessen. Auf der anderen Seite war das natürlich damals ein Triumph. Und aus heutiger Sicht muss ich sagen, wir sind ja in Sachsen-Anhalt und Sachsen-Anhalt gab es ja schon mal nach dem Zweiten Weltkrieg, ist dann aufgelöst worden, sodass das eigentlich die originäre Sportlandesgeschichte ist, die wir pflegen müssen, auf die wir heute noch stolz sind und wo wir heute noch alle Leistungssportlerinnen und Leistungssportler daran orientieren, dass wir nicht nur große Zeiten hatten, sondern dass wir sind ja immer noch in der zweiten Bundesliga mit dem FCM, auch weiterhin Chancen haben, ganz oben mitzuspielen. Und wir haben ja auch gemerkt, wie nach der Wiedervereinigung das einige Jahre gedauert hat, bis sozusagen wir wieder einigermaßen Wasser unter dem Kiel hatten. Aber auf der anderen Seite hat sich diese konsequente Sportstadt so auch weiterhin zu ihren Clubs, nicht nur beim Fußball, sondern auch beim Handball, committed und auch letztendlich auch solidarisiert, dass man immer wieder auch Rückmeldungen bekommt. Für uns ist das schon selbstverständlich, dass es kein besseres Publikum gibt und keine besseren Fans und Fankurven als hier in Magdeburg. Na, es ist ja ein ganzes Jahr schon was gewesen mit Events und der Tag heute hat für uns ja, also für mich persönlich, mit dem Empfang im Rathaus angefangen, mit der Eintragung ins Goldene Buch, was ja 74 nicht gelungen ist und jetzt ein halbes Jahrhundert später hat es geklappt. Es ist schon auch ergreifend gewesen, auch die Grußworte. Die Jörg zum Beispiel hat ja eins gesprochen, das war sehr emotional, weil das kam vom Herzen. Ja, man hat eben gespürt, Magdeburg, Sportstadt, die Tradition und die Jungs, die hier noch in der Region, die Jungs, die alten Herren, die noch in der Region sind, die also auch ihrem Umfeld treu geblieben sind. Und diese, sag mal, diese junge Mannschaft damals aus jungen Talenten, die quasi den großen Goliath da umgeschubst haben, ja, hätte man merkt eben und spürt, blau-weiße Familie und das von Anbeginn, seit 65, glaube ich, wird das so gewesen sein, dass einfach das Herz für den ersten FC Magdeburg brennt. Ich habe es ja als Fußballerin selbst erlebt, ein Spiel, wo du gesagt hast, gegen den Erstplatzierten, das schaffst du nie. Und dann hat der Trainer gesagt, hier ist die Schnecke, hier ist das Seil und diese Schnecke, die hat so viel Spirit, die kommt darüber. Und das ist, glaube ich, mal auch die Leidenschaft und Motivation der 74er, dass sie einfach an sich geglaubt haben, dass sie über sich hinausgewachsen sind und dass sie das Ding gezogen haben. Es ist der krönende Abschluss von diesem Jubiläumsjahr. Und das war natürlich auch für mich ein besonderes Jahr und für mich auch eine Ehre, als Präsident dieses Jahr begleiten zu dürfen. Unglaublich viel Arbeit, ohne Frage, weil es waren dann ganz wenige ehrenamtliche Protagonisten, die dann wirklich ja alles organisiert haben. Aber das ist immer so im Leben, ja. Und große Feiern bedeuten auch viel Arbeit und Vorbereitung, aber ich glaube, wir haben es heute auch bei allen gesehen, Freude pur, Feiern pur und das entschädigt natürlich für jeden Moment des Nervens und des Angestrengtseins. Das ist schon ganz, ganz großes Kino, ohne Frage. Also ich habe oft gesagt, dass es sicher für die Generation nach den 74ern unglaublich schwer war, weil natürlich alle, wir auch damals, wirklich alle, die immer wieder verglichen haben mit den Helden. Es waren Helden, anders kann man das nicht bezeichnen. Und meinst du, die nächste Generation, und Dirk Stahmann, Dirk Heine, die ja auch begnadete Fußballer waren, heute im Verein noch nach wie vor verbunden sind, gerade der Lange, ist ja bei jedem Spiel dabei, mit der Traditionsmannschaft unterwegs. Obwohl er das sehr, sehr schwer hatte, gegen diesen Mythos eines Manfred Zapf anzuspielen, das ist ja ganz normal. Ja? Das waren Ikonen oder sind Ikonen, sind heute noch Ikonen. Und natürlich wird auch die heutige Mannschaft schon mit Bewunderung auf diese alten Haudegen nochmal schauen. Und ja, es waren zwischendurch viele Tiefen und so langsam kämpfen wir uns in die Höhen. Und der Ministerpräsident hat es heute gesagt, er möchte es noch erleben. Ich möchte es auch natürlich gerne nochmal erleben, dass wir oben anklopfen. Ja, wir halten jetzt zum dritten Jahr die zweite Liga, zumindest so gut wie. Und das ist schon eine tolle Leistung, was in den letzten Jahren hier aufgebaut wurde. Ja, ganz besonders erstmal, dass wir heute eingeladen wurden, dass Sie die 50 Jahre nicht vergessen haben, der Verein vor allen Dingen. Wir Spieler freuen uns natürlich, solch Event heute miterleben zu können. Und das ist für uns alle traumhaft schön. Der Bus hat mich erinnert an unsere Zeiten. Ich glaube, der hieß Framo, da waren 17 Leute drin. Wie früher, schalten, laut und kein Platz. Aber trotzdem war es angenehm und schön, an solche Erinnerungen nochmal teilzunehmen. Wir haben gesagt, nach dem 1-0 das Eigentor und dann, da ich das 2-0 gemacht habe, da haben wir gesagt, als Mannschaft, wir haben es geschafft, wir holen den Cup und den lassen wir nicht aus den Händen. Das haben wir auch getan. Naja, das Besondere war das große Interesse auch der Magdeburger Fans. Ich meine, es ist immerhin 50 Jahre schon zurück. Da muss man sich schon wundern, wie das Interesse immer noch für den Fußball generell, aber eben auch
für uns als erster FC Magdeburg da ist. Das ist schon so ein bisschen Seelenmassage, ist ganz in Ordnung. Auf jeden Fall war es für uns ja von vornherein eigentlich ein schwieriges Unternehmen, aber wir haben uns eben ja, nicht gehen lassen, alles versucht und hatten am Ende nicht nur Glück, sondern haben auch verdient das Spiel gewonnen. Ich sag mal, am Anfang war schon Nervosität vorhanden. Ich meine, bei der gegnerischen Mannschaft spielten schon echte Kanonen mit, wenn man an Schnellinger denkt oder ja, drei, vier andere kannst du da aufzählen. Und wie gesagt, am Anfang war sehr, sehr viel Nervosität bei uns verspürbar, aber das hat sich dann mit der Zeit gelegt. Und nachher haben wir vollkommen verdient das Spiel gewonnen. Auch von Anfang bis jetzt hervorragend organisiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind total begeistert, auch als Mannschaft. Und wir lassen es einfach über uns ergehen heute und wünschen uns einfach noch gemeinsam einen tollen Abend. Ich muss ehrlich sagen, durch diese ganzen Veranstaltungen war es natürlich auch ein anstrengendes Jahr für uns, aber ein sehr schönes. Es kamen wieder auch sehr viele Erinnerungen hoch, die eigentlich schon so ein bisschen in der Versenkung verschwunden waren. Und das hat uns natürlich auch angestachelt. Und wie gesagt, der heutige Tag ist sicherlich der krönende Abschluss dieser ganzen Geschichte. Und wir werden ihn einfach in vollen Zügen genießen. Es gibt sehr viele Momente, einen speziellen wahrscheinlich nicht. Aber es war schon mal auch wahnsinnig verrückt, als wir in Rotterdam waren im vorigen Jahr und auch sehr viele junge Fans mit waren, die es ja wirklich nur vom Hörensagen kannten und die total begeistert waren von dem, was wir ihnen dann erzählt und übermittelt haben, wie das damals so alles abgelaufen ist. Da haben sie natürlich die Ohren gespitzt und ich denke mal, es war auch für beide Seiten ein tolles Erlebnis. Es ist für mich Wahnsinn und das zeigt uns, dass dieser Club nicht nur Tradition hat, sondern auch Tradition lebt. Und das ist das ganz Wichtige dabei. Ich war ja leider 1974 nicht dabei, als wir hier in Magdeburg empfangen wurden. Und ich glaube, dieser Empfang heute hier ist für mich unvergesslich und einmalig. Also das habe ich nicht erwartet. Speziell das mit den Fans, das war einmalig. Also wir hatten früher ja auch Fans. Aber das kann man mit heute nicht vergleichen. Was heute so abgeht auf dem Rängen und auch heute hier, ist unvorstellbar und kennen wir so nicht. Das war dann ein Erlebnis, was ich jetzt speziell als 19-Jähriger damals wahrscheinlich noch gar nicht so begriffen habe. Das hat man ja alles erst später wahrgenommen, was das bedeutet, was das für eine riesen Sache war. Ja, ich denke mal, dass das nicht alltäglich ist, dass Tradition so gepflegt wird. Sicherlich haben wir das in den zurückliegenden Jahren auch ein bisschen vermisst. Und umso froher sind wir, dass jetzt so ein kleiner Durchbruch gelungen ist und die Tradition wieder auflebt. Ja, mit dem Bus war schon ein Erlebnis. Aber wir sind im Nachwuchs nur mit dem Bus gefahren. Das war vom Thälmannwerk so ein Bus. Aber das war schön und Rathaus war sehr angenehm. Ich denke mal, jeder, der Fußball gespielt hat, wird sich an die Zeit erinnern, wo er gespielt hat. Bei uns war das nun verbunden mit vielen Erfolgen und das war schon eine tolle Zeit, tolle Freundschaften, das war schon super. Wir waren eine verschworene Einheit und im Mittelfeld, das hat eben Spaß gemacht mit Axel und Paul. Jeder hat seine Stärken und Schwächen gehabt. Aber wir haben das Maximale rausgeholt. Es ist eine große Tradition hier über die Jahrzehnte gewachsen in Magdeburg und deswegen kann ich nur sagen, es muss mit den authentischen Orten verbunden bleiben, die wir Gott sei Dank alle noch haben. Und das wird auch zukünftig immer wieder der Punkt sein, wo wir weitere Pokale und weitere Meisterschaften feiern werden. Da bin ich ganz optimistisch. Wir leben von dieser Tradition, aber eben für die Zukunft. Denn jetzt müssen die nächsten Mannschaften ran und müssen für uns die Pokale und die Siegermedaillen auch einfahren.